Ich wusste gar nicht, dass da noch eine Folge Quiz gibt. Die Großwildjagd, okay. Ja, die sind natürlich ganz schön flott. Ich hoffe, dass sie auf mich warten. Wäre schade, wenn ich die jetzt dann nicht abschließen könnte. So, dann marschiere ich jetzt tatsächlich nochmal zurück zum Jägerlager, gebe die Quest ab. Wir sehen uns dann gleich, wenn ich drüben bin. So, da sind wir also jetzt hier in der Expedition Nessingberry in dem Lager, in dem Jägerlager. Und wir werden jetzt die letzte Quest der Jagdreihe abgeben. Das war die Großwildjagd. Ah, wie ich sehe, seid ihr zurück, mein Mädchen. Aha. Okay, du bist ein alter Mann, okay. Auch mich hat König Bangladesch schon oft dazu gebracht, dass ich die Hände auf Händen und Füßen ins Lager zurückgekrochen kam. Haltet durch, ja, jetzt brauchen wir nicht mehr. Hier ist der Kopf. Verdammt gut gemacht, ausgezeichnet. Glückwunsch, Tilvin, ihr wart erfolgreich, wo andere versagt haben. Ich fühle mich geehrt, dass ihr ein Teil unserer großartigen Jagdgesellschaft seid. Niemand wird jemals euer Können in Bezug auf das Jagen und Fährtenlesen in Frage stellen. Euch gebührt Beifall, sage ich. Beifall. So, und wir können jetzt wählen zwischen einem Bogen und einem Gewehr, da beides wahrscheinlich seelengebunden sein wird. Man sieht sich.
haben wir nicht so viel davon. Dafür kriegen wir aber 7500 EP und wir sind jetzt hier, schaut euch das mal an, knapp vor Level Up. Ist das nicht schön? So, jetzt gucken wir uns mal an. Ja, das ist seelengebunden, das müssen wir also verkaufen. Das ist auch seelengebunden, müssen wir dann auch verkaufen. Und das ist übrigens auch seelengebunden, müssen wir also auch verkaufen. Können wir also tatsächlich nur die großen Fangzähne aufheben, die für irgendwelche handwerklichen Sachen benötigt werden, soweit ich weiß. So, ich hau das mal weg, also auch diesen mittleren Heiltränkchen da. Alles, was wir nicht brauchen, denn wir brauchen ja Gold, dann wir wollen ja bald unser Pferd haben. Wir brauchen wahrscheinlich für Level 40 auch relativ viel Gold für den Stufenaufstieg. Und ja, so wie es aussieht, wahrscheinlich auch, naja, werden wir dann knapp sein mit dem Gold. Wir werden sehen. Ich will sehen, dass ich bis Stufe 40 dann, ja, wir haben ja da noch ein Level, dann noch ein bisschen was hinbekomme. So, die Zähne kann ich jetzt gerade mal hier auf die Bank tun. Dann wollte ich schnell in die Kathedrale gehen. Ich habe jetzt gerade überhaupt gar keinen Überblick mehr, wie es zeittechnisch ist. Deswegen, ich mache sowieso gleich erstmal eine kleine Pause. ach so, das hätte ich auch verkaufen können. Irgendwie ging das, hat das nicht geklappt. So, das wollte ich mal da hinlegen. Ich muss dann sowieso sehen, dass ich diese Sachen alle mal irgendwie an die Bank schicke. Und das wollte ich eigentlich, wem wollte ich das denn schicken? Irgendwer war doch Texas, oder? Stage 6. So spricht er sich korrekt aus. Stage 6. War er das nicht gewesen? Ja. Da oben. Das Licht segne euch. So, ich gehe noch schnell in die Kathedrale rauf, gucke, ob ich die Quest kriege. Verkauf vorher den Bogen. Sucht ihr was Bestimmtes? Ja, immerhin Man sieht knappen sich. Gold. Haben oder nicht haben. Und dann müssten wir ins Ödland. Zu Marek, dem Verbannten. Riesenfels, aha. Genau. Das müssen wir also zurückbringen auf die schimmernde Ebene und dem müssen wir einen Brief abgeben. Ich weiß nicht, ob wir da auch was zurückkriegen. Und dann müsste ich eben in die Bibliothek. So, und dann erst können wir zu Tabeta. Ja. Ja, auch jetzt der Teil im Schlingdorntal mit der ganzen Jagerei, mit den Elite-Quests. Das kriegen wir noch nicht. Sehe ich jetzt schon, kriegen wir noch nicht. Okay. Das war ein ziemliches Hin- und Hergerenne, das habt ihr ja sicherlich auch gesehen. Und ja, das ist immer die Frage, bringt man das komplett oder nicht? Aber ich bin eigentlich der Meinung, also ich möchte eigentlich so viel wie möglich halt hier auch vom Spiel zeigen und so ist das Spiel nun mal. Und gerade wenn man dann in einer Gruppe ist und so um die Grenze 40 herum. Der eine kann schon reiten, der andere kann schnell rennen, weil er ein Jäger ist. Ja, dann zerreißt sich das so ein bisschen. Dann wird schon manchmal ein bisschen komisch. Dann sind die, also dann muss man schon hoffen, dass die anderen auf einen warten. Ja, ein wenig ungestüm dann das Ganze. Aber so ist das eben. Man trifft sich dann ja doch beim Gegner und erledigt den dann zusammen. Und alleine hätte ich die ja sowieso nicht geschafft, das war ja klar. Man hier Tethys 43 Elite, ich meine, ne? Und Bangladesch war ja dann auch, also der letzte, der war ja dann auch 43 Elite, also
No Chance alleine, ne? Auch selbst zu zweit, also mit der Jägerin alleine, hätten wir das, glaube ich, nicht geschafft. Da war schon ganz gut, dass die Schurkin mit dabei war. So, ich fliege jetzt. Und zwar nicht nach Ironforge, sondern nach Tel Samar. Und das war ja nämlich genau der Ort, wo ich vorhin den Namen gesucht habe. Und wir sehen uns, wenn ich drüben bin. Bis gleich. So. Auf geht's. In Richtung Ödland. Im Ödland habe ich eigentlich fast mit keinem einzigen Charakter gequestet. Da habe ich eigentlich immer nur Uldaman gemacht und eben vielleicht die Quests, die da drumherum sich gerankt haben. Obwohl es dort ja einige ganz gute Quests geben soll. Ich muss mal überlegen, ob ich das diesmal vielleicht doch angehen sollte. Aber, naja, es steht ja auch zu bedenken, jetzt müssen wir das mal wieder anschalten, steht ja auch zu bedenken, dass das entsprechende Levelgebiet wäre dann ja auch Sengende Schlucht. Jetzt muss ich erstmal niesen. Ja, bei uns wird gerade gemäht draußen. Und ja, ich habe ja Heuschnupfen, leider. Da kommt das schon mal vor, dass bei Rasenschnitt ich hier anfange rumzuniesen. Also ich bin nicht traurig oder so, wenn ich rumstiefele. Nein, ich bin gar nicht traurig. Nein, 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 das ist es nicht. Das sind dann die bösen Pollen, die mich da irgendwie eingeholt haben. Juhu. So, Martek, der Verbannte. Der verdammte Verbannte. Vielleicht ist er auch ein Verbrannter. Ach komm. Also, dem soll man einen Brief bringen. Jetzt haben wir ganz vergessen, den auch zu lesen. Wir haben ja das. Wir haben den ja immer gelesen, die Briefe, die möglich waren. Mein guter Martek, ich bin in der Bredouille und brauche eure Hilfe. Mein Bruder und ich bauen einen Rennwagen und benötigen starke Kolben. Die bislang verwendeten Kolben waren nicht gut genug. Sie verkraften einfach nicht das Tempo unseres neuen Wagens, sodass uns regelmäßig der Motor um die Ohren fliegt. Ihr seid Fachmann für Metallverarbeitung. Ihr müsst uns helfen. Ihr seid der Einzige, der da etwas für uns tun kann. Hier sind die Maße für den Kolben. Länge 32 BHB, was auch immer. Breite 12 BHB. Gewicht, bla 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 und so weiter. Zündung 70 ZL, keine Ahnung. Was auch immer ihr dafür Einheiten hier nennt. Schubkraft mindestens 98. Verdichtungsrate super derb oder höher. Okay. Falls euch Gnomenmaße nicht mehr geläufig sind, BHB Barthaarbreite. Okay. KKG. Klitzekleine Gramm. Und CN. Zehenlocken. Nice. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. So. Was wollte ich euch noch zeigen? Hier, den Eingang zu Uldaman. Guckt euch das mal an. Hier ist der Versammlungsstein. 41 bis 51, ja, da werden wir ein bisschen zu tun haben, bis wir das alles so machen. Und hierhin, da geht es ein bisschen runter und da ist dann der Eingang in die Instanz, beziehungsweise erstmal ins Vorgebiet. Da muss man auch ein bisschen hin und her laufen. Da gibt es auch vor der Instanz, auch jetzt hier unterirdisch, auch noch ein paar Quests, die man machen kann. Das hängt immer von der Gruppe ab, ob die Leute da Lust haben oder nicht. Also, das ist. Ja, Burg Shadowfang. Wenn ich jetzt nicht schon zu groß wäre, dann würde ich ja da fast mitgehen. Aber tja, ich könnte natürlich mit der Rosalita da reingehen. Also wenn ihr
In 5 Minuten keinen gefunden habe, dann überlege ich mir das nochmal. So, aber wir suchen jetzt erstmal Martek. Ja, und hier gibt es auch wieder Gefiech. Ja, und werden schon gleich angegriffen, ist ja klar. Ist ja logisch. Aber ich renne einfach weiter. Renne trotzdem einfach weiter. Amethus Grabstätte. Festung Angor. Ich meine, wir müssen jetzt also müssen wir da jetzt da vorne irgendwie rechts uns halten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, manchmal weiß ich auch nicht so genau, was ich so im Kopf habe. Ich habe so vieles im Kopf und meistens nicht unbedingt das, was gerade sinnvoll ist. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier rum. Das müsste so eine kleine Abkürzung sein. Und hier sind die, ja, die, da habe ich gleich den nächsten hinten dran. Hier sind die, nein, ich will jetzt nicht. Obwohl, weißt du was? Komm. Wir brauchen ja noch ein paar EPs. Warum nicht? Mal gucken, was wir jetzt von dem 36er an EP kriegen. Au. 390. Ja, das ist ja mal nicht so viel. Da müssten wir aber einige erledigen dafür. So, hier gibt es übrigens Mithril, sehe ich gerade. Mithril. Mithril oder Mithril? Die Staubschüssel. Ja, Martek, wo stecktest du? Ich meine, du warst hier auf dieser Seite irgendwo. Das müsste auch eigentlich rechte Hand gewesen sein. Ich will jetzt nur mal hier mal kurz darauf kraxeln, dann habe ich die bessere Übersicht. Nicht, dass wir da unten schon dran vorbeigelatscht sind. Ich meine, das müsste da. Ich glaube, da ist das. Gucken wir mal auf die Karte, aber da sehen wir auch noch nicht so viel. Aber jetzt hier irgendwo so. Sollte das meiner Kenntnis nach eigentlich sein. Ja, Flugpunkt Ödland gibt's, glaube ich, nicht, ne? Also, das geht nur über Telsammer, soweit ich weiß. Ist er nicht? Komm, weil es so lustig war, machen wir den jetzt auch mal weg. Ah ja, und da möchte jemand die Elite-Quest machen. In der Burg Stormguard. Mit Level 33? Also, ich würde die auch gern machen, aber mit Level 33 glaube ich, wäre das doch ein bisschen sehr knapp. Also hier ist er jedenfalls nicht. Das steht schon mal fest. Dann habe ich mich damit vertan. Vertan, vertan. Dann ist der ganz unten. Kann das sein, dass der hier ganz unten irgendwo rumflitzt? Steht denn in der Quest denn was? Er ist ein großartiger Schmied, deswegen hatte ich gedacht, dass das hier ist, denn hier ist ja auch. Nee, hier ist ein Alchemielabor. War da noch weiter hinten was? Und weiß mehr über Metall als alle andere, bringt ihm diesen Brief. Er lebt im Ödland.
In einem Lager zusammen mit einem Goblin. Ich hatte gedacht, dass das wäre hier. Dann gehe ich noch mal ein Stückchen weiter. Aber das sieht mir nicht so aus, als ob da noch so ein Lager käme. Belagerungsgolem war das mal hier. Ja. Da muss ich mal kurz unter. So, weiter geht's. Ich habe mal kurz nachgespickt, weil ich das selber jetzt nicht auswendig wusste. Und ich lag nicht so ganz falsch. Hier müsste der sein. Da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Möglichst ohne. Ah, jetzt müssen wir doch noch mal eine Pause machen. So, das war jetzt der, ich weiß nicht, wievielte Anlauf. Aber jetzt kann es weitergehen. Ich habe also herausgefunden, wo wir hin müssen. Ich zeige euch das mal kurz auf der Karte. Und zwar war das gar nicht so ganz so falsch. Also wir müssen hier hin. Hier irgendwo muss der sein. Und ich habe ja da unten gedacht. Aber ja, so in etwa. Muss ich nur mal sehen, wo ist denn dann der Beige? Wo ist denn der Beige? Ich müsste ja jetzt eigentlich hier so geradeaus rüber. Nö. Ist das da dann, oder? Ja. Eventuell. Aber da haben wir doch vorhin geguckt. Habe ich doch vorhin geguckt. Ja, noch ein bisschen geradeaus. Also da hinten irgendwo. Da so, irgendwie so da. Da ist er doch schon. Da ist er doch. Da. Okay. Einfach dem gelben Punkt nach. Also hatte ich doch nicht so ganz recht. Aber fast. Naja, man kann sich. Ja, jetzt erinnere. Ja, doch, ich erinnere mich. Ich hätte nur nicht die Abkürzung nehmen sollen. Und da ist nämlich auch der Goblin hier. Ja, verstehe. Hier ist die Schmiede. Da ist Was soll Martek. das hier? Tja, da habt ihr mich also gefunden. Schön für euch. Seid ihr wegen der Axt hier, die ich für Gaddelsock geschmiedet habe? Ach, den hatten wir doch schon. Ich weiß nicht, ob der die in Axt noch braucht. Oder seid ihr hier, um die Ehre der Herzogin Pamaya zurückzufordern? Was? Wovon redest du eigentlich? Wisst ihr, es ist mir völlig egal, warum ihr hier seid. Wenn ihr hier seid, um zu kämpfen, dann bringt's hinter euch. Ich gebe dir mal den Zettel von Fizzle. Fizzle hat euch geschickt. Also das ändert natürlich die Sachlage. Natürlich helfe ich euch. Fizzle und sein Bruder, sind zwei der wenigen Leute, die mich nicht tot sehen wollen. Okay. Fizzle will also Kolben herstellen, was? Kolben, die stark genug sind, um großen Belastungen standhalten zu können, was auch immer ihm vorschweben mag. Und wie ich Fizzle kenne, wird sein neuer Wagen ein Vulkan auf Rädern. Das kann schon sein. Und Level Up! Yay! Iridium! Indurium! So. Indurium! Ich bin nicht hier draußen, weil ich mich vor Leuten verstecken will. Das Ödland reicht, ist reich an Metall. Wenn man den Mut hat, es sich zu holen. Das Metall heißt Indurium und wie das Schicksal so spielt, soll es angeblich hohen Widerstand gegen Hitze und Belastungen bieten. Das könnte genau das Richtige für Zischels Wagen sein. Aber wir sollten sicher gehen. Bringt mir eine Indurium-Probe, dann kann ich die Eigenschaften testen. Echtes Indurium-Erz liegt tief drin in Uldaman, aber die Steingrufftrocks des Ödlands tragen manchmal Späne davon mit sich herum. Bringt mir diese Späne. Also, das heißt, ich muss jetzt mich jetzt nach Trocks umschauen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Da habe ich jetzt im Moment, ehrlich gesagt, keine große Lust. Da müssten wir da unten weiter. Das können wir dann beim nächsten Mal machen, wenn es wieder heißt Let's Play World of Warcraft Classic mit Triven und mit euch, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.